Sehr geehrte Damen und Herren, wollte ich kurz über unsere Gruppe reden. Wie haben wir angefangen, mit dieser Gruppe zum Scharalini oder ein Gebet von Jesiden lernen? Wir haben am 6.6.2017 in Paul-Gerhardingen-Zentrum erst einmal zwei Wohn-, zwei Zimmer, zwei Klassraum bekommen. Und wir haben 3 Jahre lang unsere Kinder zur Muttersprache beigebracht, bis Corona kam, dann die alle Schule waren geschlossen, mussten wir auch unsere Schule schließen. Und seitdem kämpfen wir auch zu anderen Platzfindung, damit wir weiter unsere Kultur und Muttersprache weitergeben. Ist schwer heute Tag gegen alle Netzwerke, sozialen Medien kämpfen. Am meisten von unseren Kindern, wir sind selber auch verbunden mit Handy, aber wir versuchen uns zu treffen mindestens einmal die Woche, 1 Stunde bis 2 Stunden, damit wir unsere Kultur und Muttersprache weitergeben. Jetzt fangen wir an mit Scharalini. Das ist ein Gebet von Jesiden. Normalerweise muss der Jesider jeden Tag dieses Gebet sagen, damit wir mit unserer Region verbunden bleiben. Fangen wir an. Shakadini, Resumi Voli, Herawa, Herawa, Nahua, 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 Shakadini, Mibna, Ekohita, Usi, Malak, Betrawa, Shakadini, Mibna, Malak, Shiafsin, Akhalibra, Makru, Uma, Yahsala, Slavi, Mahila, Rishina, Makru, Uma, Gay, Jodi, Uba, Louis Ardi Ardi Sikhazi Sansati Shinawa Shikhadi Abba Adi Sujudati Sultani Zipa Shayna Tausi Malak Shakuri Vanayana Kanyas Bimo Ramana Kafum Farus Nizim Hajamina Oblak Bedur Oblak Arna Shikhadi Pachayana Sheshims Masabimina Binaya Chavimna, Hirimna, Shirimna, Haka Hodekir Anilizimna, Rizal Nabit Sultanilizimna, Amgolu Arkani Todrazimna, Amdekimu Hodekamana.